Freunde, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Rolls-Royce Varrit an, wenn man es so ausspricht. Version 1.0 Edwards Modding hat das Ganze kreiert. Findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und Diverses. Gibt es nur für PC und Mac. Und hier ist das gute Stück Rolls-Royce Varrit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 623 PS Standardleistung, 6 Liter Benzin, Diesel, 220 km Max Speed. Für 322.500 in der Anschaffung, 16.447 im Leasing. Hauptfarbe kann wieder in diversen Farben mit geändert werden. Und Motorausführung ist die einzige Config-Möglichkeit. Haben wir einen 6,5 Liter V12 oder einen 6,5 Liter V12 Turbo. Heißt im Umkehrschluss, entweder halt die 623 oder die 700 PS Leistung, müsst damit allerdings auch mit 535 Euro Unterhaltskosten am Tag mehr rechnen. Schauen wir uns das Ganze an. Ich habe es mal edel in schwarz getauft. Schwarz Metallic müsste das sogar sein. Wir holen das Ganze mal hier raus. Erstmal haben wir hier dementsprechend die Rolls-Royce Felgen. Hier steht auch nochmal Rolls-Royce mit dabei. Ansonsten halt stinknormale Straßenbereifung, wie man es halt kennt. Das hat so einen gewissen Schein auf den Rädern. Seht ihr das hier? Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ist bestimmt auch Geschmackssache. Dann hier nochmal Rolls-Royce, diese wunderschöne Figur, die da halt mit drauf ist. Oder Engel, wie man es auch immer nennt. Ansonsten vorne halt Kühlergrill, Lichter, Blinker, alles was man halt so kennt. Ewig lange Motorhaube. Und hinten im Heckbereich nochmal Rolls-Royce-Logo, Kennzeichenhalterung, zwei Auspuffrohre, Bremslichter, Blinker, Rückwärtsfahrtlichter. Kennt man halt. Ja. Passt eigentlich soweit von außen, muss man sagen, wie es halt dementsprechend auch so im Real Life aussieht. Klar, die Sides, also beziehungsweise die Skalierung, ist immer vielleicht Geschmackssache, aber prinzipiell geht das eigentlich in Ordnung. Schauen wir uns den Innenbereich an. Sieht das Ganze so aus, wir haben drei Spiegel. Alle Spiegel sind so in ihrer Form drin, was sehr gut ist. Wir haben Lenkrad, lässt sich auch bewegen, wunderschön. Ansonsten kann man vorne auch die Armaturen und alles erkennen. Fehlt momentan eigentlich die Nadel, aber die kommt erst dann dazu, wenn wir das Ganze anschalten. Ansonsten halt Rolls-Royce typisch, soll alles edel sein mit Holzoptik und alles, was man halt eben so kennt. Ne? Decke sieht so aus, die Punkte, gehe ich mal davon aus, dass das Sternhimmel sein soll. Weiß ich gar nicht, ob das hat, aber gut, es war krass. Ich kenne das jetzt noch von LKWs, Mercedes, Benz, Actros, ne, hat so einen Sternenhimmel da drin. Schicke Sache. Ja, ansonsten da noch ein paar analoge Anzeigen. Klar, warum nicht, aber passt eigentlich soweit alles. Eine gewisse Unschärfe ist da noch leicht zu sehen, aber das ist nur ganz minimal. Sieht soweit eigentlich gut aus. Ja, hören wir uns mal den Sound an, ganz kurz. Weil da kann ich auch schon wieder zwischenlabern, wer die letzten Fahrzeugmods gesehen hat, die jetzt alle von Edwards Modding kamen. Also sprich den Mercedes S500 Coupé, den Nissan GTR, den Range Rover. Da ist überall der gleiche Sound. Edward hat anscheinend jetzt einen Sound für sich gefunden, den er in seine Fahrzeuge mit reinbaut. Das ist soweit in Ordnung, hat nicht viel mit dem Original zu tun, ist aber besser wie der Standard-Sound, der am LS drin ist. Und deswegen geht das eigentlich auch soweit. Klar, deswegen switchen wir gleich mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht, wenn ich hier von oben reinschaue, Beinarbeit ist auch hier wieder mitgegeben. Die Armaturen sind in dem Falle auch hier mit animiert. Ne, man sieht, das Ganze ist halt weiß auf weiß. Deswegen kann man es vielleicht ein bisschen schwerer erkennen. Jetzt sollen wir bei 80 sein, wir sind bei 40, haut also nicht so wirklich hin, sind aber wenigstens mit animiert. Also schon mal schön. Ansonsten, ja, ich weiß, dass das ein unbekannter Befehl ist. Blinker werden hier drinnen leider nicht mit angezeigt. Die Armaturen werden aber wenigstens mit animiert, beziehungsweise mit beleuchtet, dass man das Ganze dann auch sieht, wenn man hier im Dunkeln fährt. Und ihr seht auch Sternhimmel. Ja, das Ding hat echt einen Sternhimmel drin. Wahnsinn, na gut, dafür zahlt man auch so sein halbes Leben an so ein Fahrzeug. Deswegen. Aber schicke Sache. Wunderbar. Schauen wir uns das Ganze von außen an. Blinker sind da nämlich vorhanden. Reflektieren in dem Fall auch. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht und Abblendlicht. Lässt sich mit separat Numpad 6 aktivieren und deaktivieren, ganz klar. Rückwärtslicht oder Rückwärtsscheinwerfer in dem Falle gibt es natürlich auch mit. Alles ohne Probleme. Mehr Funktionen haben wir hier nicht mehr dabei. Hube ist Standard, klar. Und ansonsten können wir halt fahren. In dem Fall jetzt hier die kleinere Motorausführung, klein in Anführungsstrichen. Also den V12. Da kommen wir auf 121 km/h, das ist auch relativ zügig und ihr seht auch, Fahrphysik ist eigentlich ganz angenehm, dadurch, dass das Fahrzeug auch eine angenehme Beschleunigung hat, was die LS-Physik nicht ausrasten lässt, ganz klar. Wenn wir uns das Ganze dann mal in der höheren Version anschauen, also sprich der 6,5 Liter V12 Turbo, da kommen wir auf 260 PS maximale Höchstgeschwindigkeit, das schafft er auch, klar. Braucht halt den Platz bzw. die Strecke, dass das Ganze so funkt, wie es funkt.
Und auch da gilt halt wieder, je schneller wir unterwegs seid, desto schwammiger oder anstrengender wird dann logischerweise die Steuerung. Aber wenn ihr gerade aushämmert, ist es eigentlich ganz angenehm. Wir sind jetzt hier bei 130, 150. Ihr seht, wir brauchen schon eine ganze Menge, um hier auf 260 zu kommen. Wir kommen mit Not hier auf 200, nicht mal auf 200. Aber es ist erreichbar. Das zeigt uns ja der Tempomat in dem Sinne an. Wenn wir uns den Log anschauen, sehen wir, ist sauber, könnt ihr euch also auch bedenkenlos downloaden. Wer also schon immer mal in ein Fahrzeug sitzen wollte oder fahren wollte, was er sich im Leben nie leisten kann, der kann das mit denen hier tun, ohne große Sorgen, egal ob ein Single, Multi oder Dedicated Server, ganz klar. Ja, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski.